Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe des ZF77 Tuning Duells. Um genau zu sein, sogar der zweiten Episode dieses Formats, denn in der ersten Episodenausgabe habe ich zunächst einmal erklärt, wie das ganze Konzept aufgebaut ist, wie das Tuning Duell genau funktioniert und wie du daran mit deinem Tuning teilnehmen kannst. In der heutigen ersten Tuning-Duell-Ausgabe, also dort, wo erstmals ein Community-Mitglied gegen mein Tuning antreten kann, ging es um den Fiat Abarth 131, den ihr jetzt praktisch hier im Forza Vista-Modus schon betrachten könnt. Und die Leistungsvorgabe war gewesen, das Fahrzeug für die A-Klasse bis maximal 800 auszutunen. Die Challenges sind dabei, gegen mein Tuning im Drag-Rennen gewinnen zu können, anschließend noch auf der ZF77-Teststrecke gewinnen zu können und zu guter Letzt der Vergleich der beiden Datenblätter. Daraus gibt es dann ein abschließendes Fazit von mir und das fließt auch mit einem Punkt von insgesamt 10 möglichen Punkten in die Gesamtwertung ein und dann am Ende steht doch hoffentlich ein Gewinner fest. Das heutige ZF77-Mitglied, das es geschafft hat, ausgewählt zu werden, um gegen mich anzutreten, ist der Teilnehmer Luxor One und hier ist nochmal sein Gamertag eingeblendet, denn auch darüber könnt ihr später sein Tuning dann leichter finden. Wir starten gleich mit der ersten Herausforderung, wo der Teilnehmer mich in einem Beschleunigungsrennen bei Bamboro Beach, also etwa eine halbe Meile lang, schlagen muss. Und dort zählt natürlich erst einmal die bessere Zeit bis ins Ziel und natürlich auch die höhere Endgeschwindigkeit, die im Ziel erreicht wird. Und beides wird mit jeweils einem Punkt bewertet. Insgesamt fahre ich 3 Durchgänge. Ich bin natürlich für die Testanläufe doch ein paar mehr Durchgänge gefahren, aber am Ende werden 3 Wertungsdurchgänge gezählt und hier fließt natürlich nur das beste Ergebnis ein und ihr könnt aber auch anhand der 3 Ergebnisse, die ich gefahren habe, sehen, wie groß die Streuung zwischen dem schlechtesten und dem besten Ergebnis bei diesem Fahrzeug gewesen ist. Gefahren wird das ganze Duell natürlich im Rivalenmodus. Das bedeutet, wir sichern uns hier schon einmal die besten Wetterbedingungen im Sommer und natürlich bei absoluter Trockenheit, sodass die Leistung bestmöglich auch auf den Sand gebracht werden kann. Und hier seht ihr nun den besten Durchlauf des Tunings von Luxor One für den Abarth 131. Und damit steht die Zielzeit des Herausforderers fest. Eine 21,355 gilt es nun für mein Tuning zu schlagen und die höchste Geschwindigkeit, die erreicht wurde im Ziel, waren 238 km/h. Also durchaus eine hohe Messlatte für den Abarth 131 und hier noch einmal die Zeiten in der Übersicht. 21,355, 388 und 355 wurden bei den 3 besten Durchläufen gefahren. Und ob ich es geschafft habe, den Herausforderer mit meinem Tuning zu schlagen, das sehen wir jetzt als nächstes, denn hier kommt nun mein Drag-Rennen. Und damit steht die Zielzeit fest, 21,989 und damit knapp 6 Zehntel langsamer als mein Herausforderer Luxor One und er hat damit ganz verdient natürlich das Drag-Rennen gewonnen und auch die Höchstgeschwindigkeit geht an ihn, denn er ist 238 km/h gefahren und mein Fahrzeug 232 km/h und hier hat man gespürt, bei ungefähr 210 km/h ist bei meinem Fahrzeug mit dieser Leistung die Luft einfach raus. Verdienter Doppelsieg an der Stelle also an Luxor One und damit gehen die ersten beiden Punkte aus diesem Duell an den Kontrahenten. Ihr seht hier noch einmal die Übersicht über meine gefahrenen Zeiten. 21,989 war die beste Zeit, die schlechteste 1 Zehntel langsamer mit 22,089. Als nächstes muss der Herausforderer beweisen, dass sein Tuning schneller ist auf dem ZF77 Testtrack als mein eigenes und hierfür gibt es die offizielle ZF77 Road Test Strecke und diese findet ihr bei Broadway Dorf, dem Griprennen. Dort findet diese Woche auch die Prüfungs-Online-Meisterschaft statt. Ihr müsst dort erst wieder auf Solo-Veranstaltungen gehen, dann unter eigene Veranstaltungen und dann findet ihr unter dem Erstellernamen Zitrone Formel 77 auch die Teststrecke. Für die Eingewöhnung auf das fremde Tuning habe ich mir auch diese Woche mehr Zeit gegeben, als ich üblicherweise geplant hatte, denn insgesamt bin ich 30 Runden gefahren und hier seht ihr nun die beste Runde, die ich mit dem Tuning von Luxor One erfahren konnte.
Und während wir jetzt hier die Top-Runde des Kontrahenten betrachten, will ich auch meine Eindrücke zum Tuning ein klein wenig für euch vertiefen. Denn Luxor One hat für das Tuning des Fahrzeugs nämlich einen sehr intelligenten Engine-Swap aus meiner Sicht gemacht. Der 3,2 Liter Sechszylinder ist der Motor seiner Wahl gewesen und mit dieser Übersetzung, die er letztlich abgestimmt hat für das Fahrzeug, wirkt das Ganze auch sehr harmonisch. Zudem ist ein sehr gutes Einlenkverhalten bei dem Fahrzeug spürbar, aber er ist eben auch relativ schnell im Grenzbereich mit der Leistung, die er hat, und das merkt man leider auch gerade bei den Kurven, denn soweit ich das richtig gesehen habe, hat Luxor One hier Sportreifen montiert und diese haben eben leider einfach nicht die Haftung, die der Wagen bräuchte, um die Leistung auch in den Extrembereichen auf die Straße zu bringen. Ansonsten sind die Stabilisatoren sehr gut eingestellt, die Dämpfer, das gesamte Fahrwerk wirkt sehr, sehr harmonisch und wirklich auch sehr schön für solche Tracks hier abgestimmt, also wirklich ein tolles Handling-Car, aber man merkt eben auch, bei starken und schnell gefahrenen Kurven wird das Heck ein klein wenig leicht und das ist auch ein bisschen der Verteilung des Fahrzeugs geschuldet, denn 55% Gewicht auf der Vorderachse machen sich bemerkbar. Hier kann ich den Tipp geben, vielleicht ein klein wenig mehr aerodynamischen Anpressdruck auf der Hinterachse zu erzeugen, um eben auch hier schneller Kurven fahren zu können. 55,440 ist also damit die Topzeit, die gefahren wurde, und hier kommt nun meine Runde. Während wir also meine Runde fahren, auch ein paar Informationen zu meinem Tuning. Ich habe hier zum Beispiel keinen Engine Swap gewählt. Das bedeutet, wir fahren hier mit dem Standardmotor, der im Abarth 131 eingebaut ist. Allerdings mit Turbo-Unterstützung. Der Wagen ist natürlich ebenfalls auf Allradantrieb umgerüstet worden. Allerdings zusätzlich eben mit der Rennbereifung. Das bedeutet, Traktionsprobleme gibt es bei diesem Fahrzeug in dem Leistungsbereich überhaupt keine. Der Wagen ist vom Fahrwerk sehr hart auf der Hinterachse eingestellt, weich auf der Vorderachse, um eben ein sehr radikales und schnelles Kurvenverhalten zu ermöglichen. Zudem ist das Bremsverhalten sehr hervorragend. Man kann also hier sehr späte Bremspunkte wählen. Das Handling ist meines Erachtens nach sehr, sehr stark auf den Track eingestellt und wirklich sehr, sehr gut auch funktionierend für solche Handlingkurse. Allerdings muss ich sagen, der Nachteil gegenüber dem Tuning von Luxor One ist einfach, dass das Potenzial auch bei diesem Tuning wirklich völlig ausgereizt ist. Das merkt man dann bei höheren Geschwindigkeiten, denn dort geht einfach meinem Tuning die Luft aus und hier sehe ich Luxor One's Tuning tatsächlich auch mit einem deutlichen Vorteil. Und hier kommen wir nun auf die Zielgerade und die Zeit, die ich hier rausfahren konnte, ist eine 54.902 und damit knapp eine halbe Sekunde schneller als das Tuning von Luxor One. Und dass mein Fahrzeug eben im Handling-Bereich, also gerade in den Kurven, deutlich mehr rausholt, allerdings Luxor One eben auf den Geraden wieder deutlich aufholen kann, das seht ihr jetzt noch einmal hier im Helikopter-Review und diesen lasse ich euch nun unkommentiert. Und nachdem ich das zweite Duell dann wieder für mich entscheiden konnte, kommen wir nun zum dritten Punkt, und zwar dem Datenblattvergleich. Und hier kann Luxor One sich behaupten, indem er eben die besseren Werte erzielt bei den jeweils höheren Geschwindigkeiten. Das bedeutet, Beschleunigung von 0 auf 160 wird gewertet, der Bremsweg von 160 auf 0 und die Querbeschleunigung sowie die Höchstgeschwindigkeit, die oben steht, wird ebenfalls jeweils mit einem Punkt bewertet. Nun blende ich hier das Tuning von Luxor One ein und wir sehen auch schon, der erste Punkt 0 auf 160 geht mit einem kleinen Vorteil an das Tuning von Luxor One und auch die Geschwindigkeit dank des 3,2 Liter Sechszylinder Motors, der einfach deutlich mehr Leistung hat, ist auch höher mit knapp 15 km/h, also geht der zweite Punkt auch hier an das Tuning von Luxor One. Allerdings kann mein Fahrzeug deutlich punkten im Bremsweg von 160 auf 0. Ich bin hier knapp 7 Meter schneller zum Stillstand gekommen und auch die Querbeschleunigung ist eben deutlich höher und das hat man eben auch beim ZF77 Testtrack gesehen, denn hier
konnte mein Fahrzeug in den Kurven einfach deutlich mehr Zeit rausfahren, als es dann wieder verloren hat gegen Luxor One auf den langen Geraden. Und hier muss ich sagen, könnte man mit kleinen Optimierungen sicher noch viel mehr aus dem Potenzial rausholen, was bei Luxor One eben im Tuning steckt. Während bei meinem Tuning ehrlicherweise dann auch schon die Luft raus ist, denn hier ist nicht das Problem, die Leistung auf die Straße zu bringen, sondern einfach, dass oben raus nicht mehr genug Leistung da ist. Und das begrenzt dann eben mein Tuning deutlich früher als das von Luxor One. Und deshalb kommen wir auch gleich zu meinem Fazit. Denn während ihr jetzt hier die Zusammenfassung der einzelnen Herausforderungen mit den jeweiligen Punktwertungen seht, möchte ich eben mein Fazit auch nochmal erläutern, denn ich könnte es mir jetzt einfach machen und den Punkt geben für mein Tuning und damit wäre das Tuning-Duell klar an mich gegangen, doch so einfach ist es eben nicht, denn ich finde, dadurch, dass mein Tuning eben schon an der maximalen Leistungsgrenze gearbeitet hat und hier einfach kein Potenzial mehr drin steckt, aber im Vergleich das Tuning von Luxor One eben noch deutlich mehr Potenzial nach oben bietet, wenn man einfache Einstellungen eben im Setup verändert, die ich jetzt eben schon einmal genannt habe, gerade eben nochmal die Aerodynamik auf der Hinterachse müsste erhöht werden und eben nochmal die Federn auf der Hinterachse sollten härter eingestellt werden, dann denke ich, kann das Fahrzeug auf jeden Fall sehr nah an meine Zeiten rankommen auf Handlingkursen und gleichzeitig aber deutlich schneller sein bei Langstreckenrennen beziehungsweise bei Rennen, wo es eben auch drauf ankommt, auf langen Geraden Hochgeschwindigkeiten zu erzielen und deshalb denke ich, geht vor allem durch das enorme Potenzial, was ich im Tuning von Luxor One sehe, hier der klare Punkt im Vergleich der beiden Tunings an ihn. Und damit gibt es für das Gesamtergebnis im ersten Tuning-Duell Zitrone versus Community keinen Gesamtsieger, denn es steht am Ende ein Unentschieden. Und ich bin mir sicher, wenn die Punkte, die ich eben genannt habe, im Tuning von Luxor One noch verbessert werden würden, sozusagen in einer Version 1.1 oder 2.0, wie auch immer man es nennen möchte, dann wird das Tuning auf jeden Fall den klaren Gesamtsieg einholen und das Tuning könnt ihr euch sicherlich auch runterladen, denn das bis jetzige Tuning von Luxor One ist auch schon freigegeben und ich denke, dass diese Punkte doch sicher auch vom Tuner noch einmal verbessert werden würden. Ihr findet den Gamertag links im Bildschirm eingeblendet, dort findet ihr auch sein Tuning für den Abarth 131 und ich muss sagen, das Tuning hat wirklich Spaß gemacht zu fahren. Und damit kommen wir als nächstes auf die Vorausschau auf das nächste Tuning-Duell und hier stelle ich euch als nächstes das Fahrzeug vor. Als nächstes muss der BMW i8 von 2015, also die Coupé-Version, nicht der Roadster getuned sein und zwar in der Leistungsklasse S1 bis maximal 900. Die besondere Bedingung ist allerdings, es darf dieses Mal kein Engine-Swap stattfinden, ansonsten habt ihr freie Hand beim Tuning. Eure Tunings müssen bis Sonntag, den 29. September 2019 auf dem Discord-Server im entsprechenden Kanal Zitrone versus Community eingereicht werden. Wie immer gelten die Bedingungen, die ich auch schon in der ersten Episode, die ich jetzt noch einmal hier rechts oben im Video verlinken werde, genannt habe. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß beim Tuning und freue mich schon auf das nächste Tuning-Duell. Bis dahin, macht's gut. Ciao.